Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute bin ich mal wieder in Bayern unterwegs, genauer gesagt am Kochelsee. Und wir werden hier hoffentlich gleich einen richtig schönen Sonnenuntergang haben. Die Stimmung ist richtig super, es liegt Schnee. Man hat hier so überall diesen Bodennebel noch, teilweise sogar hier so ein bisschen über dem See. Und teilweise hängen auch so ein paar ganz tiefe Wolken in den Bergen drin. Es sieht richtig klasse aus. Ich hoffe, dass gleich so ein bisschen der Himmel noch angestrahlt wird. Und wir werden jetzt gleich ein richtig schönes Foto schießen und das Ganze nachher auch noch bearbeiten. Viel Spaß! Wir stehen jetzt hier gerade, wie gesagt, auf dem Steg und ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich meine Komposition gestalten soll. Denn das Standardfoto kennt man ja, man steht hier auf diesem Steg, das ist so die führende Linie ins Bild rein und dann hat man im Hintergrund die drei Bootshäuser. Das Problem ist jetzt aber, der Steg wurde schon so oft betreten heute, da ist schon der ganze Schnee weg, das sieht halt nicht mehr unberührt aus. Und das ist eigentlich das, was ich wollen würde, wenn man jetzt so ein Schneefoto hier macht. Von daher bin ich so ein bisschen am Gucken, vielleicht gehe ich ein Stück weiter zurück, vielleicht nehme ich den Steg gar nicht mit rein und gucke mal, ob ich irgendwo anders noch was finde, was ein bisschen unberührter aussieht. Aber ich glaube, das macht so ein Foto am Ende dann tatsächlich auch aus. Und wie wir das Bild am Ende bearbeiten, das seht ihr am Ende des Videos. So, ich habe jetzt hier eine ganz coole Location gefunden, glaube ich, auch mit einer guten Komposition. Ich habe jetzt hier was im Vordergrund, was eigentlich relativ unscheinbar ist. Das ist so einfach so ein kleiner Stock, der noch mit unberührtem Schnee drauf ist. Und im Hintergrund die Berge. Mein Problem ist gerade, dass ein bisschen zu viel von diesem Bodennebel gerade rüberkommt. Man sieht jetzt kaum noch die Berge im Hintergrund. Auch die Hütte da vorne, die ich eigentlich mit ins Bild haben wollte, sieht man nur noch so ansatzweise. Müssen wir mal gucken. Der zieht sehr schnell, der Nebel. Das heißt, in 2 Minuten kann es wieder komplett anders sein. Aber jetzt gerade sieht man von dem Hintergrund tatsächlich nur noch relativ wenig. Kann aber auch eine coole Stimmung sein. Ich werde jetzt mal fotografieren. Ich werde es in 5 Minuten nochmal fotografieren. Und dann einfach nachher am Rechner mal gucken, was davon besser funktioniert. Von den Kameraeinstellungen, ich bin bei einer Blende 11 gerade. Normalerweise fotografiere ich ja in Blende 8. Aber heute mal Blende 11, weil ich tatsächlich ja wieder ein Fokus-Stacking machen muss. Und vielleicht kann ich mir dadurch eine Fotografie sparen am Ende. Das heißt, ich verschiebe den Fokus von vorne nach hinten, mache mehrere Belichtungen, die ich dann später in Photoshop zusammensetze, damit das Bild von vorne bis hinten komplett scharf ist. Das schaffe ich auch nicht mit der Blende 22, weil davon abgesehen wird die Abbildungsqualität schlechter, wenn man mit Blende 22 fotografiert. Von daher gehe ich lieber diesen Weg über Photoshop und habe dann wirklich ein ganz cleanes Bild, was von vorne bis hinten scharf ist. So, ich fange immer hinten an, das heißt, ich setze den Fokus als erstes auf unendlich, damit hinten die Berge scharf sind und arbeite mich dann nach vorne, bis ich hier wirklich den Fokus ganz vorne hier an diesem Holzstab dran habe. So, ich bin jetzt hier auch schon bei 1 Sekunde Belichtung, weil ich jetzt hier auch noch mit einem Verlaufsfilter arbeite und mit einem Polfilter. Die schlucken natürlich beide auch nochmal Licht. Obwohl es noch relativ hell ist, muss ich jetzt hier schon mit einer relativ langen Verschlusszeit arbeiten.
So, und ihr seht jetzt, manueller Fokus an der Kamera. Ich verschiebe den Fokus jetzt manuell einfach immer, indem ich hier an dem Fokusring drehe. Guck jetzt mal. Ah, eine Belichtung kann ich ruhig noch machen. Jetzt gucke ich mir gleich mal das letzte Foto an, wo da die Schärfe liegt. Wenn die jetzt schön im Vordergrund liegt, dann weiß ich, dann bin ich fertig. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, vielleicht eine letzte mache ich noch zur Sicherheit. So, zoom noch mal zu 100% rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, ich habe jetzt gerade eben schon hier viel probiert, drumherum gelaufen und viel ausprobiert. Aber so 100%ig zufrieden war ich noch nicht. Deswegen werde ich mir jetzt auf jeden Fall den klassischen Shot noch mal holen. Einfach um eine Sicherheit zu haben, damit ich am Ende auf jeden Fall ein gutes Foto habe. Und ich finde, bei diesem klassischen Shot haben wir jetzt hier schön diese Bootshäuser wieder im Vordergrund. Die liegen noch nicht so sehr im Nebel. Das heißt, da habe ich einen guten Vordergrund. Die Berge im Hintergrund liegen schön im Nebel. Der Himmel sieht jetzt auch gut aus, kriegt gerade ein bisschen Farbe. Das wird auf jeden Fall ein guter Shot werden. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie weit ich nach vorne oder nach hinten hier gehe. Ich glaube fast, ich bleibe ein bisschen weiter hier hinten. Nicht ganz so nah an die Häuser ran, weil ich hier noch so ein bisschen das Ufer mit drauf haben möchte. Schauen wir mal das Ganze mal, wie das aussieht. Leute, wir haben ein kleines Problem. Der Filter fängt so langsam an zu frieren. Bedeutet, es wird ein bisschen undurchsichtiger hier durch. Schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Aber das sind natürlich nicht die optimalen Voraussetzungen hier gerade. Okay, aber so vom Bildausschnitt gefällt mir das jetzt schon mal ganz gut. Nehmen wir einfach mal einmal auf. Bin jetzt schon bei 3 Sekunden hier. Mit Polfilter und mit Verlaufsfilter. Das gefällt mir gut hier. Der Hintergrund schön im Nebel. Die Bäume da im Hintergrund. Jetzt mache ich wieder ein Fokus-Stacking. Dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Man muss immer 3 Sekunden pro Belichtung warten. Das sollte auf jeden Fall ein guter Shot sein. Wir werden am Ende mal gucken, welchen ich am Ende tatsächlich wirklich nehme. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Sicherheitsshot hier. Das beste Licht hatte ich gerade eben. Es wird so langsam dunkel. Deswegen wird es Zeit für mich jetzt einzupacken. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auf den Nachhauseweg. Und dann werde ich mit euch gemeinsam die Bilder noch entsprechend bearbeiten. So Leute, wir sind zurück im Büro. Ich habe jetzt richtig Bock, die Bilder zu bearbeiten. Hier ist es doch deutlich wärmer als in der Fotolocation. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir mit der Bearbeitung anfangen, auf den heutigen Sponsor dieses Videos hinweisen. Das ist nämlich die Firma Asus. Asus kennt ihr ja schon, die hat mir nämlich einen neuen Rechner zugeschickt und zwar ein Mini-PC. Asus arbeitet ja hier an einer Reihe von Mini-PCs, da haben sie mir einen zugeschickt und haben gesagt, probier den doch einfach mal aus, wie der in der Bildbearbeitung funktioniert. Und dem Wunsch möchte ich natürlich nachkommen. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze verhält und ob der Rechner besser ist oder schlechter ist als mein bisheriges System. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das könnt ihr gleich selber beurteilen, wenn wir dann am Rechner sitzen. Ich finde diesen Mini-PC aber an sich schon mal von der Optik her sehr schön, weil er erstens sehr, sehr klein und sehr, sehr leicht ist und trotzdem eine ganze Menge Anschlüsse hat. Man kann ihn sich außerdem relativ einfach selber noch konfigurieren. Man kann zum Beispiel zusätzlichen Arbeitsspeicher relativ simpel einbauen. Und das Tolle ist außerdem, durch diese kompakte Größe kann man ihn sich sogar hinter seinen Monitor ranschrauben. Das heißt, auf dem Schreibtisch selber hat man dann relativ viel Platz. Und ich bin inzwischen ja sowieso ein großer Freund von Minimalismus geworden. Gerade jetzt auch, wo ich den Van umbaue, geht es natürlich immer sehr viel um Platz sparen. Also, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ich habe den PC, den Mini-PC unten in die Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da einfach mal vorbei. Ich zeige euch jetzt natürlich noch die Features und dann geht's direkt in die Bildbearbeitung. Der Rechner glänzt nämlich mit einer ganzen Menge Anschlüsse. Wir haben insgesamt 5 USB 3 Anschlüsse. Wir haben einen USB-C Anschluss. Wir haben auf der Rückseite außerdem noch zusätzliche 2 USB 2 Anschlüsse. Wir haben ein DisplayPort. Wir haben einen HDMI Anschluss und vieles mehr, sowas standardmäßiges wie Lautsprecher und Mikrofoneingang. Außerdem ein vollwertiger LAN-Anschluss und auf der Unterseite haben wir außerdem noch 4 Mini-Display-Ports. Von der Leistung gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen. Da könnt ihr einfach mal selber gucken und euch das Ganze ein wenig konfigurieren auf der Webseite von Asus.
Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie das Ganze in der Praxis aussieht, denn ich bin sowieso nicht der Theoriemensch, sondern bei mir muss es einfach in der Praxis funktionieren. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal gemeinsam an den Rechner und bearbeiten ein paar Bilder. Los geht's! So, jetzt sind alle Fotos importiert und wir können jetzt hier einfach mal durchgehen. Ich mache jetzt mal einen Doppelklick hier drauf, dann kann man mal in die große Vorschau jetzt hier reingehen. Und jetzt werde ich einfach mal mit den Pfeiltasten hier mal durchgehen, die Bilder so ein bisschen beurteilen und mal anschauen, was denn hier in Frage kommt. Ja, diese Bilder sind noch nicht so ganz das, was ich haben wollte. Da habe ich noch so ein bisschen rumgespielt, da habe ich auch noch ohne Stativ fotografiert. Das gefällt mir schon ein bisschen besser, weil wir hier den Vordergrund so gewählt haben, dass wir hier so einen kleinen Halbkreis quasi haben und das Bild damit relativ gut abschließt. Aber so hundertprozentig zufrieden bin ich damit immer noch nicht. Gucken wir hier mal ein Stück weiter. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist so der Standard-Shot von dem Spot, sage ich mal, wenn man hier auf dem Steg steht. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich da auch letzten Sommer schon mal war und im Sommer dort fotografiert habe. Das war natürlich jetzt mega spannend, das Ganze auch nochmal im Winter zu machen. Ja, hier habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen probiert, immer mal wieder ein paar andere Sachen in den Vordergrund zu nehmen. Das gefällt mir hier schon ganz gut, weil wir jetzt hier auch auf dem Steg den Schnee drin haben. Da war vorhin zum Beispiel jetzt hier, wenn du dir das mal anguckst, ne, da hat man hier auf der linken Seite teilweise Bereiche, wo der Schnee schon weg war. Das sind natürlich so Sachen, die so ein bisschen stören. Da ist es dann so schon ein bisschen ausgewogener und ausgeglichener. Also hundertprozentig zufrieden bin ich damit auch noch nicht. Gucken wir mal weiter durch. Ich glaube nämlich, am Ende waren die besten Bilder. Hier habe ich auch nochmal andere Dinge in den Vordergrund genommen. Auch mal versucht, hochkant zu fotografieren. Ja, hier habe ich ein kleines Fokus-Stacking auch mal gemacht. Ja, das sind hier so verschiedene Versuche gewesen. Das gefällt mir auch ganz gut, das Bild, muss ich sagen. Auch hier wieder ein Fokus-Stacking gemacht. Sieht man immer ganz gut, dass sich der Bildausschnitt immer so ein ganz kleines bisschen verändert. Das zeugt immer davon, dass man ein Fokus-Stacking gemacht hat. Hier auch wieder was anderes in den Vordergrund genommen. Wir hatten natürlich schönen Bodennebel direkt über dem Wasser. Das sieht auch ganz gut aus. Die Berge im Hintergrund sind teilweise ein bisschen zu sehr verdeckt, finde ich. Wobei es noch geht, weil man die Bergspitzen noch ganz gut sieht. Und auch hier wieder Fokus-Stacking gemacht. Ja, zweimal hintereinander. Und ich glaube, jetzt kommen wir hier so in den Bereich, der mir richtig gut gefällt. Hier habe ich ein bisschen weitwinkliger dann fotografiert. Das gefällt mir aber hier an sich schon mal ganz gut. Ja, ich glaube, der Ausschnitt, der war noch ein bisschen besser, weil man jetzt hier auf der linken Seite noch so ein bisschen das Ufer mit dabei hat. Ich glaube, das ist so der Shot, der mir auch am besten gefällt. Und dann habe ich jetzt hier am Ende nochmal ein Panorama gemacht. Das können wir am Ende auch nochmal zusammensetzen. Ah, und das ist dann jetzt hier, glaube ich, so das Beste, was ich daraus gemacht habe. Wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, also den Bildausschnitt mit dem Bildausschnitt, ja, wobei, da gefällt mir der hier fast besser, muss ich sagen. Wenn wir jetzt nur mal diese beiden hier nehmen, ah, der hat aber auch was. Sie haben beide was. Jetzt muss ich mich hier nochmal kurz so ein bisschen entscheiden. Aber ich glaube fast, ja, ich glaube, der hier gefällt mir ein bisschen besser, weil ich habe hier in dem Bildausschnitt so ein bisschen hier Unruhe im Vordergrund, auch nochmal durch diese einzelnen Halme drin. Das gefällt mir hier schon nochmal ein bisschen besser. Und ich würde sagen, ja, das nehmen wir doch jetzt einfach mal das hier. Wobei ich da mal ein bisschen weiter nach vorne gehe, da habe ich ja auch ein Fokus-Sticking gemacht. Und da habe ich jetzt hier als erstes auf die Hütten im Hintergrund fokussiert. Ich denke mal, das ist jetzt hier das Bild, was ich dann auch bearbeiten werde. Okay, dann gehen wir doch mal in das Entwickeln-Modul rein. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass wir einen riesengroßen Sensorfleck drin haben. Und was jetzt auch noch auffällt, ist, dass wahrscheinlich hast du es gesehen, dass sich die Farbigkeit von dem Bild nochmal ein bisschen verändert hat. Es liegt einfach daran, dass wir eine eingebettete Vorschau hier drin haben. Jetzt gucken wir uns tatsächlich wirklich die RAW-Datei an. Bedeutet, man kann das natürlich hier auch immer wieder noch so ein bisschen verschieben. Also gerade eben war es ein bisschen magentalastiger, jetzt ist es relativ grün und blaustichig. Das kann ich aber ganz einfach korrigieren, indem ich jetzt hier den Weißabgleich zum Beispiel wieder ein bisschen, beziehungsweise die Tonung ein bisschen nach oben ziehe. Und genauso könnte ich jetzt auch die Farbtemperatur hier noch ein kleines bisschen anheben. Ja, die Tonung vielleicht noch ein kleines bisschen höher. Nicht zu viel, aber schon so ein bisschen. Wir hatten hier einen schönen Sonnenuntergang. Ungefähr so gefällt es mir schon ganz gut. Ich möchte als Nächstes auf jeden Fall hier diesen Sensorfleck rausnehmen, weil das ist wirklich was, was mich sehr, sehr stört in diesem Bild. Ich werde jetzt hier mal die Pinselspitze ein bisschen kleiner machen, dass es nicht sehr viel größer ist als der Fleck an sich. Und dann
kopieren wir das ganz einfach hier schnell raus. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt mit der normalen Bildbearbeitung endlich starten. Ich würde mal sagen, dass wir auf jeden Fall die Tiefen hier noch ein bisschen aufhellen, die Lichter ein ganz kleines bisschen abdunkeln, aber nicht zu viel. Also die mache ich mal so auf minus 20 ungefähr. Ich glaube, insgesamt kann die Belichtung einen kleinen Ticken noch weiter nach oben. Ja, ist fast ein bisschen viel schon. Gehen wir mal noch ein bisschen Kontrast hier mit dazu. Und die Belichtung wieder ein kleines Stück zurück. Ja, so gefällt mir das schon mal ganz gut. Perfekt. Ja, die Tonung, da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. Die würde ich gerne immer noch ein bisschen... Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Magenta drin. Wir haben hier übrigens auch noch einen Sensorfleck. Den müssen wir auch noch rausmachen. Den packe ich mal gleich hier noch mit raus. Zack. Einmal draufgeklickt und schon ist er weg. Dann machen wir das Ganze doch ein bisschen mit lokalen Masken. Also ich ziehe jetzt hier mal einen Verlaufsfilter auf, hier in der unteren rechten Seite. Werde jetzt als erstes hier mal die Belichtung wieder rausnehmen. Da kann ich einfach einen Doppelklick auf Belichtung machen. Dann ist dieser Effekt erstmal wieder weg. Und jetzt kann ich hier die Tonung nochmal so ein bisschen nach oben ziehen. Dass ich hier noch so ein bisschen dieses Grün, diesen Grünstich rausbekomme, weil der ist in der Ecke irgendwie sehr, sehr stark. Deswegen nehme ich den jetzt hier nochmal so ein bisschen raus. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann bin ich damit fertig. Sehr schön. So, dann kriegt das ganze Bild ein kleines bisschen Klarheit. Und Dunst entfernen möchte ich ein kleines bisschen ins Negative ziehen. Zumindest auf globaler Ebene. Dadurch wird das ganze Bild auch noch ein kleines Stückchen heller. Und jetzt könnte ich natürlich diesen Dunst entfernen, zum Beispiel mit einem Pinsel, auf bestimmte Bereiche wieder reinmalen. Oder aber auch mit einem Radialfilter. Zum Beispiel auf die Häuser, da könnte ich diesen Dunst so ein bisschen wieder drauflegen, also diesen Dunst-Entfernregler. Ne? Das ist jetzt hier noch genau andersrum. Ich ziehe jetzt hier erstmal einen Radialfilter auf. Jetzt muss ich als erstes sagen, ich möchte diesen Effekt umkehren, weil ich möchte innerhalb dieses Kreises den Effekt haben. Ich werde jetzt hier wieder einen Doppelklick auf die Belichtung machen, damit dieser Effekt wieder rauskommt. Und jetzt kann ich hier Dunst entfernen, diesmal ins Positive ziehen, so auf plus 15 ungefähr. Und damit kriege ich noch so ein bisschen mehr Kontrast hier auf diese Bootshäuser drauf, weil das ist ja quasi der Mittelpunkt von dem Bild. Das gefällt mir gut, sehr schön. Und jetzt könnten wir noch so ein bisschen mit einem Pinsel hier arbeiten und dabei jetzt hier mal die Belichtung ein bisschen nach oben stellen, aber nicht so doll, wie das jetzt hier schon zu sehen ist. Ich mache jetzt die Pinselspitze als erstes mal ein bisschen kleiner. Ich möchte, dass diese Pinselspitze hier hinten auf den Steg drauf passt. Jetzt mache ich einen Klick hier auf diesen Steg und den nächsten Klick, den ich jetzt mache, dafür mache ich jetzt die Pinselspitze wesentlich größer und den nächsten Klick, den ich jetzt mache, den packe ich hier ganz nach vorne auf den Steg. Klicke dabei die Shift-Taste, das ist jetzt mal so ein kleiner Trick. Jetzt kann ich nämlich hier eine genau gerade Linie aufziehen mit gedrückter Shift-Taste und dadurch, dass ich die Pinselspitze jetzt größer mache, zack, du wirst es jetzt gleich sehen, haben wir jetzt genau diesen Steg hier quasi damit ausgewählt. Jetzt können wir mal ein Vorher-Nachher machen. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Perfekt. Und man sieht es am Ende auch nicht. Das ist mir immer ganz wichtig in der Bildbearbeitung, dass man es dann am Ende auch nicht wirklich sieht, dass man da was gemacht hat. Ich werde mal als nächstes in die Objektivkorrekturen reingehen. Die Profilkorrekturen werde ich jetzt hier mal entfernen und die chromatischen Aberrationen, beziehungsweise die Profilkorrekturen werde ich erstmal aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen, so rum. Jetzt sieht man, dass das ganze Bild sehr, sehr hell geworden ist, deswegen die Belichtung, die drehe ich jetzt hier mal wieder raus und ich würde fast sagen, dass wir sie jetzt unter den Umständen sogar ein bisschen ins Negative drehen können. Minus 0,3, ja, das gefällt mir wesentlich besser. Dann werde ich auf jeden Fall in den Details das Bild schärfen. Den Betrag stelle ich mal so auf 85. Wichtig ist mir, dass der Radius hier so ein bisschen runtergeht auf 0,6, dass wir eine sehr feine Schärfung drin haben in dem Bild. Und ich möchte das Ganze natürlich auch noch ein bisschen maskieren. Das mache ich jetzt hier mit gedrückter Alt- bzw. Optionstaste, je nachdem, auf welchem System du gerade bist. Dann sehe ich auch ganz genau, wo ich jetzt noch schärfe, nämlich überall da, wo man jetzt weiß sieht, dort schärfe ich mein Foto. Überall sonst wird dieser Effekt dann wieder rausgenommen. Perfekt. Und jetzt würde ich als letztes tatsächlich nochmal hier ins Color Grading reingehen. Und im Color Grading können wir jetzt nochmal gucken, ob wir zum Beispiel hier in den Schatten das Ganze so ein bisschen, ja, das ist jetzt natürlich viel zu doll, aber man könnte es in den Schatten jetzt zum Beispiel ein bisschen bläulicher machen. Dann wird das Ganze, ja, einfach ein bisschen kühler. Und in den Lichtern könnte ich dafür dann ein bisschen Röte oder vielleicht auch so ein bisschen Orange reinbringen. Ja, gehen wir mal eher hier so ein bisschen in die Röte rein. Das gefällt mir ganz gut. Könnte man die Luminanz noch ein bisschen runterstellen. Perfekt.
Sehr schön. Ich drücke mal Shift und V. Das ist jetzt das Vorherbild. Das ist das Nachherbild. Naja, es ist jetzt doch eine ganze Menge passiert. Das gefällt mir jetzt hier nicht ganz so sehr mit der Färbung. Nehmen wir es mal wieder ein Stückchen raus. Vorher, nachher. Ja, so ist es deutlich besser. Sonst wäre es zu viel gewesen. Und dann werde ich als letztes in die Effekte noch reingehen und eine kleine Vignette um das Bild herumlegen. So, dann haben wir natürlich dann auch hier im Bildmittelpunkt das Ganze ein bisschen heller, außenrum ein bisschen dunkler. Jetzt könnte ich nochmal, um das Ganze zu verstärken, hier mir in der Mitte nochmal einen Radialfilter aufziehen. Den mache ich jetzt mal relativ groß. Den kann ich jetzt hier natürlich auch noch verschieben. Den setze ich jetzt hier mal genau in den Bildmittelpunkt und sage jetzt einfach mal, dass ich das Ganze wieder umkehren möchte. Und jetzt habe ich nämlich hier im Bildmittelpunkt nochmal so ein bisschen mehr Helligkeit drin. Das stelle ich jetzt mal so auf 0,15. Das reicht vollkommen aus. Dann habe ich jetzt die Bildmitte nochmal ein bisschen aufgehellt. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Sehr schön, das gefällt mir schon mal richtig gut. So viel also zu der Bildbearbeitung hier mit diesem Foto. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, erstens das Foto zu erstellen und zweitens dann hier auch in Lightroom zu bearbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass es dir auch gefallen hat. So viel also zu der Bildbearbeitung und mein Fazit zu diesem PC ist eindeutig. Wenn ihr gerade für unterwegs mal eine kleine Workstation braucht, die auch ein bisschen mehr kann als vielleicht ein Laptop, dann ist das genau das Richtige für euch. Ein großer Vorteil gegenüber einem Laptop ist zum Beispiel, dass ihr viele Monitore anschließen könnt. Also falls ihr mal unterwegs seid und mehrere Monitore braucht, ist das damit überhaupt kein Problem. Und was ich außerdem noch richtig cool finde, ist das Grafikmodul, was unten drunter ist. Man kann außerdem seine ganzen Komponenten relativ einfach austauschen, indem man das Grafikmodul zum Beispiel runternimmt. Dann kann man den PC ganz einfach aufmachen und wirklich alles sehr einfach austauschen, was ja für einen PC in dieser Größe eigentlich normalerweise nicht so üblich ist. Deswegen mein Fazit an dieser Stelle, das ist kein PC, den man jetzt unbedingt für zu Hause, für immer auf dem Schreibtisch stehen hat, sondern es ist eher eine Variante, die man auch mal mitnehmen kann. Dieser PC passt von der Größe halt in jede Tasche, in jeden Rucksack rein und man hat unterwegs dann einfach mehr Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Aber natürlich, wenn man jetzt auch kein Gamer ist und vielleicht auch nicht so den super High-End-PC zu Hause braucht, der 4.000-5.000 Euro kostet, dann ist auch sowas richtig super, sich das zu Hause hinzustellen, weil es halt wenig Platz wegnimmt. Wie gesagt, ich bin ein Freund von Minimalismus. Für mich wäre das sowieso eine tolle Lösung. Aber grundsätzlich das Hauptanwendungsgebiet ist tatsächlich, wenn man den mal zu Hause zu stehen hat und mal auch mitnehmen möchte. Ich habe mir außerdem nochmal angeschaut, wie die Prozessorleistung ist, wenn wir die Bildbearbeitung machen. Da schauen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Ich mache jetzt hier nämlich einfach mal einen kleinen Test. Ich werde jetzt hier einfach mal die Belichtung hoch und runter ziehen. Man sieht relativ gut, dass es ja fast schon in Realtime mitgeht, die Belichtung hoch und runter, je nachdem, wie doll ich hier dran ziehe. Und wir schauen uns jetzt einfach mal parallel dazu an, wie dann so die Auslastung von der CPU ist. Das kann man jetzt hier sehr schön sehen. An dieser Stelle also nochmal ein herzliches Dankeschön an die Firma Asus, die mir diesen PC zur Verfügung gestellt hat. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten, falls ihr noch Fragen zu der Bildbearbeitung, zum Fotografieren oder auch zu dem Asus-Rechner habt, postet es einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich jetzt viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal.